Padded Leather hier. Für die Außen. Das ist nur eine 50er. Kriegst du die? Das tut 20, 35, ein bisschen besser. Ja, ja, ne. Boosted im Singleplayer-Spiel. Ja, anscheinend bin ich boosted im Singleplayer-Spiel. Hast du sehr gut erkannt. Sehr, sehr gut erkannt. So, hier wir nochmal Apprentice. Oh, das wäre schon geil, aber wie gesagt, ich hab die Angst, dass wir bald verlieren. Weaponsmith, Armorsmith. Oh! Three-Headed Flail. So eine gute Waffe. Hittet einfach dreimal bei einer Attack. So eine geile Waffe. Aber wir brauchen mal wieder hier mehr Geld. Mehr Money, Money, Money. Moment, was ist im Discord? Was geht im Discord ab? Du hast eine Zuschauerserie begonnen im Chat teilen. Okay, jetzt sehe ich das. Sono Meilenstein erreicht. Sono hat diesen Monat 3 aufeinanderfolgende Streams angesehen und eine Zuschauerserie begonnen. Nee. Bei mir wird das eine leere Nachricht. Ist auch sehr geil. Okay, sieht anders aus eigentlich. Ich habe vielleicht auch nicht so gut geschlafen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß warum ich wenig geschlafen habe, weil ich die letzten Tage mal ein bisschen spät ins Bett bin, weil ich vielleicht wieder voll im Elden Ring macht Spaß Modus bin. Ja, es steht ja da nur sichtbar für dich darum. Ja, aber du hast es doch dann geteilt, oder? Gehabt. Also nur sichtbar für dich, stimmt. Hä? Moment, aber ich habe doch vor deinem Wow eine Nachricht gesehen. Also ich habe was gesehen vor deinem Wow. Das habe ich doch vorhin gezeigt. Nehmen wir mal kurz das Snipping-Tool. Schnipping-Tool? Wenn es starten würde? Windows? Bist du noch da? Okay, mein Windows-Snipping-Tool startet gerade nicht. Bin ich irritiert. Dann halt Bandicam. Dann schnippen wir halt damit, wobei das haben wir halt nicht direkt. Muss irgendwie rumziehen, nee, das will ich eigentlich nicht. Machen Bandicam wieder aus. Nö, ich benutze kein Greenshot, ich benutze das Snipping-Tool von Windows eigentlich, wenn es starten wird. Jetzt ist es gestartet. Bam, 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 da. Kann ich jetzt direkt noch einmarkern? So. Und ich habe das hier. Und das ist halt das Weirde. Greenshot Beste. Nee, habe ich noch nicht benutzt. So, wir haben keine Verletzten. Wir haben hier noch eine günstige Farm, der aber pro Tag relativ viel will. Und hier haben wir 570. Drive of Brigands. Wie gesagt, die Mission will ich tendenziell nicht tun. Essen haben wir noch für 3 Tage, sonst ist hier alles sehr, sehr teuer. Da ist eine Burg, da wollen wir nicht hin, wir gehen wieder nach hier unten, ne? Kronenkrog. Kronenkrog ist unser Ding, glaube ich. Aber Holz kriegen wir gar nicht. Moment, habe ich irgendwo gesehen, wo man Holz herkriegen würde? Nachricht teilen außer der Streamer, der sieht's nicht, sollte dann da stehen. Ey, du hast die Nachricht doch aber auch nicht geteilt, oder? Ja, ich habe Elden Ring durchgehabt, aber ich habe jetzt bei Tolkien einen LOL-Streamer, der hat gerade keinen Bock auf LOL mehr und der spielt jetzt immer so nachmittags bis abends die ganze Zeit Elden Ring zum ersten Mal und er hat es wohl auch komplett, fast komplett blind gemacht. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen und die haben auch einiges geändert und vor allem läuft es jetzt flüssig und nicht so komisch im Rumhaken und so und jetzt habe ich ich habe einen neuen Run gemacht, bisschen als Magier probiert, dann habe ich wieder gewechselt auf meinen alten Charakter mit meinem New Game Plus Modus und so. Und sie ist schon irgendwie noch geil. Und es gibt einfach Dinge, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Entweder habe ich die geskippt oder kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die jemals gemacht habe. Das ist ein bisschen schräg. Ich habe einfach keine Holzquelle. Also Holz ist eigentlich so ein Handelsgut, das es überall gibt, aber hier nicht. Holz ist nicht. Holz ist aus. Also hier oben logischerweise, da wächst halt das Holz nicht so gut. Genau, also deswegen Elden Ring ist gerade wieder viel zu viel. Ja, nee, Holz haben wir nicht. Holz ist nicht. Holz ist aus. Genau. Und vor allen Dingen ist es wild. Der Typ, also Tolkien hat noch nie irgendein Souls-Teil gespielt und er hat wenig mitgenommen
und ist ziemlich direkt zu Margit, hat dann dort einfach 100 Tries reingeballert, bis es hingekriegt hat. Aber er hat es hingekriegt. Und er ist auch mental so stark, dass ihn das wenig, oder zumindest wirkt so, als würde es ihn wenig stören. Return Rare Coin Collection, das sollte gut machbar sein. The Tracks West of Crew. Okay. Tracks West. Tracks? Da sind Tracks. Und darüber. Ist wieder hier wahrscheinlich, hier unten, oder? Am Rumlungern. Diebe. Die Diebes! Weil hier hinten kommt sie, glaube ich, nicht mehr wirklich weg. Genau, also. Die laufen noch weg! Ich wollte gerade sagen, der kommt doch aber nirgendwo hin. Let's go. To Arms! Gegen 7 Thugs. Das sollte wieder sehr gut machbar sein. Da ist ein High Ground, den wir nicht nehmen können, weil sie, glaube ich, vor uns da draufstehen. Weil erst unsere Backline dran ist, leider, Gordas. Also wir könnten jetzt da hin, aber will ich das? Ja, die hat komplett geswarmt. Weil als nächstes, nee. Ich will in Position bleiben. Ich will in Position bleiben. Ihr kommt doch sowieso ran. Let's go. Ja, kommt ran. Kommt ran, meine Kinderchen. Kommt ran. Wo war das noch? Wenn der eins rangeht, kannst du sogar pieksen die Runde schon. Wenn wir mit denen rangehen. Wir wollen. Moment, wenn wir mit dem da ran, dann gehst du mit dem da ran, dann gehen wir mit dem hier ran, würde ich sagen. Wir pieksen den schon mal. Nice. Und du pickst den schon mal. Sehr schön. Der ist ein bisschen ein Problem, weil er zwei Handwaffe hat und eh schon relativ Nord Run ist. Nee. Nicht. 52er. Sehr schöne Blutung. Geil. Du gehst da rein, dann gehen wir hier mit dem hier runter. Und mit dem hier rein. Schade. Du bist nochmal dran. Oh, wir hätten. Ne, wir dürfen ja nicht mehr warten. Vergesse ich manchmal ein bisschen. Dass der ja die Runde schon vorbei war. Er sollte nächste Runde sterben. Bitte jetzt keine Crit-Hits. Ja. Der ist das Gefährliche. Er hat schon keinen Bock mehr. Der ist tot. Sehr gut. Alle Breaking. Yes. Yes. Wenn die Moral runtergeht, treffen sie auch schlechter. Yes, 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 yes. Oh, wir sollen den angreifen, ne? War nicht so smart. Yes. Yes. Der rennt, der ist tot. Jawollo. Rennen jetzt schon beide. Ah. Rennen wollt ihr, meine Freunde? Oh, nee, du rennst nicht. Mal kurz so und einmal schon mal draufhauen. Guten Tag. Okay, ich habe kein Movement mehr. Dammit. Der eine Typ ist noch dabei. Übrigens hatte ich diese Woche, kann ich mal erzählen, einen sehr lustigen Moment. Oder jetzt im Nachhinein lustigen. Weil ich bin von der Arbeit heimgefahren, wie ich das häufiger mal tue. Ne? Mag man gar nicht glauben. Und bin halt so gefahren, typische Landstraße, irgendwann hast du halt so eine Reisegeschwindigkeit erreicht und geh halt vom Gas. Also um mich rum waren auch Autos draußen, ne? Geh halt vom Gas und plötzlich höre ich so ein, wie so Plastik aufeinander, so bock, 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 und es hört wieder auf, wo ich wieder ins Gas ein bisschen mehr reingegangen bin, dachte mir so, oh nein. Oh nein. Bitte, wenn ein Auto so klingt, das kann nur schlecht sein. Das wird auf jeden Fall was Teures. Und das ging ja so 5 Minuten. Und ich hatte echt schon so, oh scheiße, wir müssen zur Werkstatt und alles. Und das wird super nervig und Kopf ab. Huh. Das kann ja nur mies werden, ne? So, alles in die Richtung. Also ich bin die ganze Zeit mit dem gleichen hergefahren. Und so nach 3, 4, 5, 10 Minuten habe ich realisiert, dass Pock, Pock, Pock ist nicht mein Auto. Das war das fucking Auto vor mir. Das waren Fehlzündungen in dem Auto vor mir, die so fucking laut waren, dass ich dachte, mein Auto ist kaputt. Das war halt so ein, ich glaube, das war so ein
sollte, glaube ich, aussehen wie ein Phaeton, war aber keiner, getuntes Drecksding. Und jedes Mal, der ist auf 50, bisschen vom Gas gegangen, bom, 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 bom. Ich meine, ja, das klingt cool, aber die Auspuffanlage, die kann nicht lange mitmachen. Also, ich hab mir so einen Stein vom Herzen gefallen und ich musste, hab so ein Erleichterungslachen wirklich gehabt, von wegen, ha, es ist nicht unser Auto. Das ist nicht unser Auto, was kaputt ist. Es ist das Auto von dem Vollidioten vor mir. Sehr gut. So übrigens eine sehr, sehr gute Quest. Kein Damage gekriegt und nix und alles sehr entspannt machen können. Es ist leider immer noch sehr teuer. Essen ist ein bisschen knapp. Brauchen wir immer noch ein Schild? Eins würde ich sagen, brauchen wir. Oh, wir haben Level Up. Sono, du bist Level Up. Ja doch, die plus 2 und die plus 2 hätte ich, glaube ich, wobei, hätte ich die ganz gerne. Die plus 2 auf jeden Fall. Und die plus 2 ist halt der Minroll, aber die würde ich, glaube ich, auch ganz gerne haben. Dann nehme ich, glaube ich, noch ein bisschen Fatigue mit, damit das einfach besser wird in der Zukunft. Also jedenfalls, das war so ein, ja, yes, es ist nicht so schlimm. Hier plus 2, es ist Code. Du brauchst natürlich auch Resolve irgendwann noch. Plus 2 ist halt echt mies. Plus 4 hätte ich aber tatsächlich ganz gerne. Inni. Hier ist es, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir hitten. So. Hallo? So. Wir verkaufen mal den Müll. Ein bisschen. Da haben wir genug. Das Essen ist hier irgendwie arschteuer. Habt ihr irgendwas? Ne, ihr habt nicht mehr irgendeinen Zustand, das Essen irgendwie arschteuer. Warum ist Essen so teuer hier? Bei euch ist einfach eigentlich vollkommen in Ordnung. Warum ist Essen bei euch so teuer? Gibt's einen 5000er Raider? Ich will die 500 nicht wirklich ausgeben, aber ich würde gerne mal wissen, was der für Stats hat. Ich will mal wissen, ob das gerechtfertigt ist, dass der so teuer ist. 5000er Raider. Ich habe doch jetzt gespeichert, oder? Ich bin schon paranoid. Save Campaign. Yes, Cultist. Save. So. Ich meine, normalerweise kriegst du einen Oathtaker oder sowas dafür für 5000 schon fast. Ein Raider ist nicht so viel geiler. Try out. Plus Resolve to Green Skins. Niedrige HP. Average Melee Skill. Okay, 7 Defense und 2 Sterne da drin, aber es ist ein Low-Roll Defense und Ini. Ja, nee, also gefühlt ist es das nicht wert. Nee. Das sehe ich irgendwie nicht. Aber ja, das war meine lustige Begegnung dieser Woche. Karawane, 340, kann nicht so weit sein. Sonnenwehr, guck mal, wir haben übrigens Sono, wir haben Sonnenwehr diesmal in dem Dingens, so 490, Treasure, about a day to North Right Road, in Suderbusch. Am Sonnenwehr oder Suderbusch? Sonnenwehr, Suderbusch ist das weiter. Sonnenwehr ist näher. Vor allen Dingen müssen wir dann nicht, wenn man, ja, Ja. Aber das ist eine Karawanenmission. Ne, das ist eine Deliver-Mission. Ich hätte gerne die Karawanen-Mission in der Hoffnung, dass wir einen Fight kriegen und dann ein bisschen mit aufräumen können. Let's go. Oh. Gut, dass wir noch eine andere Karawane haben, glaube ich, und noch eine Karawane. Holy fuck, warum sind denn hier Orc Marauders? Was geht denn ab? Die gehen uns gleich an. Oder? Und die werden gejagt. Haha! Von der Militia. What? While on the march, you find a drunken nobleman tottering side to side on the pass. Mathe in the name. Achso, ein besoffener Adeliger. Leaves grass. I'm not saying nothing, sir. I'm just seeing it. That's a lot of juice. Das ist, glaube ich, eine Diebesquest. Wir können ihn in Ruhe lassen oder wir können ihn ausrauben. Ja, scheiß auf Nobles. Ausrauben. He woke up to the man and startled, he rears back with a hiccup. Oh yeah, they... Telling him you're a good friend, you approach to rob him of everything, but as you take another step, his eyes clear and he drops both bottles and suddenly reaches into his coat and pulls out a crossbow. Not another step, you load! I got men yonder who are watching. I don't want
no trouble. We ain't keen on getting squirrely with sellswords. We're here to rob travelers. No, oh. Wir hätten einen Dieb gebraucht, der uns gesagt hätte, hey, die wollen euch überfallen. Okay. No good travelers at that, choosing to rob a drunk. Now why don't you just get on down the road and we all leave? Wir können, glaube ich, immer noch sagen, hey, wir fighten mit euch, dann kriegen wir wahrscheinlich eine Verletzung. Oder wir sagen einfach, wir gehen raus, oder wir gehen raus, komm. Curse the finest fitting counterfeit the side of a Brundorf. Of Brundorf, this is but enough chin wagging shenanigans. Appreciate your keeping this square, but we got work to do. Okay, ich glaube, wenn wir hier einen Dieb gehabt hätten, hätten wir ein besseres Outcome gehabt. Ein deutlich besseres, aber wir haben ja noch keinen Dieb, das habe ich völlig vergessen. Wir haben uns noch keinen Dieb geleistet. Ich wollte ja vorhin einen kaufen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen. So, well supplied, aber Nacht. Schade. Warte ich jetzt hier? Nee, ich glaube, ich gehe wieder zurück. Warte nicht, bis Tag ist. Dann haben wir nämlich noch einen halben Tag verwendet. Leider kam es keinem Kampf, sondern nur zu diesem Überfallsbums. Ich glaube, das hätten wir direkt ignoriert, wäre das Gleiche. So. 100 plus 400, hört sich... Oh shit, da habe ich nicht geguckt, wohin. Ups. Wohin denn? No, das war Aussehen angenommen. Eine Woche nicht mehr gezockt, seit 27. So no. Ja, fuck, jetzt laufen wir wohl mal nach dort oben. Let's go. Das wollte ich nicht, das ist ein bisschen arg weit weg für 400. Wie viel für 72 pro Tag? Wir werden 2 bis 3 Tage brauchen. Wir brauchen vor allem Nahrung auf den Weg. Hier, sehr gut, das ist sehr gut. Nahrung, die eine Weile hält, glaube ich. Roots and Berries. Sehr gut, das sollte reichen. Oh, und Tools and Supplies sind hier super günstig. Nehmen wir noch eins mit. Stimmt, die waren well supplied. Moment. Gibt es hier noch was anderes zu kaufen? Nichts so Spannendes. Warte, das hier höchstens. Aber da... Ich will gerade ein bisschen sparen. Hier hoch wollten wir. Golets, ja. Das ist halt jetzt ein Stück. Kann sein, dass es zu einem Fight zwischendurch kommt. Mal sehen. Dass es dort aber Tools and Supplies für 180 gibt, wo die sonst 200 wert sind, ist sehr, sehr geil gewesen. Und Essen war auch günstig. Das haben wir gut supplied da auf dem Weg. In Dulmen waren wir schon, ne? Wir können noch gucken, ob es in Dulmen noch was zum Traden gibt, wenn wir eh so weit nach Norden noch gehen. Weil die hatten doch hier Stoffartefakte, da müssten wir jetzt warten, bis es Tag ist. Ist es aber mitten in der Nacht? Nee, dann guck mal in Eisenheim. Ein Eisenstein natürlich. Überleben. Das Ziel des Spiels ist, stark genug zu werden, um zu überleben. Da hätte ich fast meine Dogging Station ist gerade hinten runtergeplumpst von der Arbeit. Und irgendwie noch hängen geblieben, deswegen muss ich mal kurz korrigieren. Genau, du musst stark genug werden, um zu überleben, weil die Welt wird tendenziell schwieriger. Irgendwann gibt es eine Krise. In unserem letzten Spiel hatten wir zum Beispiel einen Heiligen Krieg, wo sich dann die Südstaaten mit dem Norden bekriegen und du kannst eine Seite nehmen und dort mitmischen, weil es ordentlich Kohle gibt. Oh, hier ist Rated True. Ja, nee. 500 und die verkaufst für 700. Ihr habt doch einen Arsch offen. Nee, hier ist arschteuer. Also wir haben ja sogar noch hier... Moment, wir haben doch hier sogar noch, ne? Wir können doch hier mal... Ich bin ein bisschen blind manchmal. Ausgestellt. Jetzt haben wir alle mit den großen Schilden auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Wir haben sogar noch ein Schild in Reserve. Dann machen wir das hier weg. So. Das brauchen wir nicht nochmal, würde ich sagen. Ein Standardspeer. Genau, also überleben, durch die Welt kommen, Story erleben, bisschen Leute anheuern, das Game outsmarten. Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich. Also es gibt kein. Das ist so ein bisschen ein Ziel oder setzt dein selbst ein Ziel. Es ist ein Sandbox-Roguelike, würde ich sagen. Du kriegst halt hier mal eine generierte Welt.
Und kannst halt jetzt in der Welt, kriegst du Aufträge, wenn du möchtest. Du kannst aber theoretisch auch mit deinen Leuten hier in die unbekannten Bereiche gehen und da erkunden oder halt hier, ne, solche Locations finden. Und da ist meistens auch sehr relativ wertvolle Sachen drin. Also du könntest auch einfach dafür gehen, wenn du möchtest, statt halt diese Aufträge zu machen. Müsste man halt eine gewisse Stärke schon haben. Und ich glaube, ich komme dann nicht mehr rechtzeitig, bis die Brigands tot sind. Oder? Mal sehen, ob die Hunde einsetzen. Dann könnte man vielleicht noch ein bisschen was absnackern an XP. Also hier im Wald ist ja eine Katastrophe. Pfff. Komm hier nirgendwo durch. Auf mal hier in der Wald bräuchte man schon Pathfinder. Sonst wird das hier. Wird schlecht. So langsam. Wir können halt nur 3 Felder weit laufen immer. Und alles ist hier geblockt. Genau. Hier unten scheint irgendwie der Fall zu sein. Gehe ich. Wo war das mal? Du kannst durchlaufen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt mit dir hin? Wenn ich dahin laufe, sollte ich mit dem noch vorbeilaufen können. Dem auch. Nee, wenn da mit 2 entstehe, kann ich nicht vorbeilaufen. Ich kann immer nur über einen drüber hüpfen. Der dritte ist dann zu viel. Das war dumm. Das war sehr dumm. Was seid denn ihr hier jetzt? Ich, auf euch will ich nicht gehen, ja? Ganz entspannt. Mit euch habe ich nichts am Hut. Aber es sind nur noch 5 und gefühlt. Ah, da sind sie. Oh, das ist ein Heater Shield, leider von den Verbündeten. Heater Shield ist sehr, sehr geil. Die hätte ich ganz gerne. Ich glaube, der ist durch. Der stirbt auch die Runde. Ich komme da ewig nicht an. Und die benutzen leider keine Hunde, also kriegen wir auch keinen Loot. Dann kriegen wir nichts davon. Nichts, Wladimir, nichts. Und du bist völlig in die falsche Richtung gelaufen. Da habe ich einfach zu schnell geklickt. Ich habe das Gefühl, hier unten rum geht es besser durch, einfach weil es weiter ist. Jetzt kommen die alle zurück, was geht denn jetzt ab? Ich suche jetzt, als ob der nicht komplett hier aufräumt. Okay, irgendwie ist wahrscheinlich kein Platz mehr hier oben, oder? Und hier unten wird einfach nur reingeworfen, die bewerfen sich die ganze Zeit, stehen sie gegenüber. Hui, hui, hui. Let's go. Die blocken mich hier gleich, ne? Die blocken mich da gleich, die Schweine. Mhm. Block, block, block. Da ist durch. Ja, ich komme da halt nie ran. So, jetzt block ich zurück. Haha. Wobei. Hey, über den kann ich drüber steppen, weil hier noch jemand steht. Aber der hier kann über den. Ja, jetzt kann er wieder drüber steppen. Das Feld ist halt unglaublich ungünstig. Oh, der ist halt noch Full Life und den gibt's ja auch noch davor. Guck mal einer an, ey. Steht einer drin. Hier komme ich nicht vorbei. Schade. Ja. Hier komme ich auch nicht durch. Tja. Und jetzt triffst du auch noch, du Sau. Oh, dass da nicht getroffen wurde, ey. Es steht halt in 4 Leuten drin, ne? Moment. In 3. Entschuldigung, das ist ja kein Gegner. Kann nicht mehr zielen. Komm hier nicht durch, weil. Ach, nur du kommst da durch. Naja, dann kannst du auch stehen. Naja, du sollst nicht stehen bleiben. Okay. Aber vielleicht nicht ganz so smart da rein zu jeeten. So, und du stellst dich hier, damit der nicht mehr reinkommt. Mit die mir möglichst nicht mehr die XP wegklauen. Ach, never mind. Fuck you. Fuck you! Jetzt steht ihr dann wieder zu zweit ineinander. Ach, Mann. Das ist so unfair. Ach, fuck, jetzt hab ich ja. Ist.
Alles schlecht. Der blöde Brexwald. Im Wald kämpfen ist einfach nur anstrengend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowohl für mich als auch für meine Leute. Ja, stirb, du Sau. Stirb! Komm, ich lauf mit dir hinten rum. Wir machen zusammen so ein Gang von hinten. Okay, hier ist... Okay, es ist, glaube ich, durch. Ja, und ihr blockt halt wieder. Es ist so... Es ist solche... Ah, immer hier alles zustellen, Mann. Ihr seid solche. Irgendwo Loot, den ich absnacken kann? Nee, ne, den darf ich nicht mehr nehmen. Der liegt jetzt auch nicht auf dem Boden. Also ich kann mich nicht hier hinstellen und da looten, ne? Nee. Ground ist da nichts für mich. Ja, ihr blockt es halt echt mit. Ach. Ach. Ja. Nichts bekommen. Kein XP, kein Loot. Es ist einfach nur traurig. Das Some Raiders Marksman. Ja, nee, das muss nicht sein. Black Company, ey. Moment, die gehen doch hier gleich wieder, oder? Let's go. Blake Company. Jetzt stellt man nicht wieder so zu. Ah, guck mal, hier ist offen. Wir laufen erstmal dahin. Da noch ein. Noch ein. Da ist jemand. Guck mal. Kommt einer von euch zu mir? Nee, ne? Ich hab wenig Bock drauf. Hab mir schon gedacht. Deswegen rücken wir hier mal vor. Jetzt will ich aber ein bisschen Loot von euch abhaben hier. Loot, Loot, Loot. Wir hätten nämlich einen guten Backline-Spear. Den nächsten, na hier, das ist sozusagen, der ist der erste und das ist der zweite Stufe. Den hätte ich dann schon ganz gerne, wenn ich den kriegen könnte. Oder eine Armbrust würde ich auch nehmen. Also, dann bin ich da nicht so wählerisch. Eigentlich will ich nur XP und Loot. Ey! What? Du Sau. Du bist ein Saubrotzen. Ich nehme mal hier den Highground. Rück's mit vor. Du kannst den Highground zur Verteidigung nehmen. Oh, jetzt bin ich voll auf die Zweier-Range gegangen. Das ist nicht smart. Der kann mich ja schon pieksen jetzt. Das Netzwort. Das könnte jetzt böse nach hinten losgehen. Geh mal hier hin, weil das ist eine Dreier-Range. Wenn ich wieder den Step noch hier reinmache, dann können die beiden mich aber pieksen. Will ich eigentlich nicht, wobei besser als der da oben alles tanken, das Ben alles tanken zu lassen. Vielleicht verteilt sich's. Du bist schon fast tot, weil du so wie du blutest. Okay. Aber nächste Runde bist du tot mit der Blutung. Oh, sehr gut, die gehen auf ihn. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Wladimir, Wladimir. Nix gut, alles gut. Out kann nicht weiter, ne? Haben wir irgendwie zugeschaut. Noch einer dead. Aber das ist hier gar nicht so klar, ne? Muss ich mal so sagen. Also die verteidigen sich gut, aber ich glaube, langsam dürfen sie nicht mehr fernkämpfen. Langsam sind von der Miliz alle ran. So, will ich hier zustellen? Wahrscheinlich schon. Guten Tag. Vollmer. Mit seinem Hütchen. Let's go. Oh. Puh. Hat er so. Oh. Das war unsere Seite. Wir wollen dir mal versuchen, das wegzunehmen. Dammit. Dammit. Will ich mit dir? Ich muss, wenn ich hier reinlaufe, muss ich sowieso. Okay, dann hier. Zack. Hey! Oh. Ach, Mann. Ich treffe den nicht, ne? Den Typ hier oben, den da. Treff ihn einfach null. Und der geht immer noch auf den. Nice. Okay, du rennst mal hier oben Richtung die. Du rennst auch mal nach da oben weiter. Du machst einen Step rein. Und jetzt aber? Null Damage, basically. Alles klar. Der hat Rüstung, ey. Der hat Rüstung. Und splash mal dort. Machen wir da nochmal rein.
Okay, der wird immer noch von denen angegangen, ne? Hätte mich gerade den zweiten Stapel rausgenommen. Das Overwhelm geht das auch für Range-Sachen? Den würde ich mir jetzt gerne gönnen, aber ich glaube, ich muss das mal hier aufpassen. Sehr schön, das freut mich. Bevor die hier wieder alles zustellen, damit ich nicht mehr rankomme. Der rennt jetzt nämlich, sehr gut. Oh. Dein Scheiß Ernst. Da komme ich nicht ran. Dann gehen wir hier rauf. Knut darf da nicht mehr attacken. Aber Sono darf. Komm schon. Dammit. Brauchen noch einen Körperhit? No, nicht den Kopf. Hier. Mach zu. Nicht rankommen. Yes. Wir haben, geil. Wir haben den Fetten geklärt. Dann sollten wir auch den Helm kriegen. Oder haben wir eine Chance, einen Helm zu kriegen? Guten Appetit. Und du guckst mal mit da rein. Achso, da ist ja auch noch einer. Lul. Nee, nee, wir holen uns die. Das war nämlich jetzt mein Kill, der zweite auch noch. Sehr schön. Und, nee, haben wir kein Glück. Aber wir haben zwei Kills gemacht. Finde ich gut. Eins, zwei, noch drei Kills gemacht. Nevermind, wir haben drei Kills gemacht. Und deswegen den Helm bekommen. Und, oh, und die Pike. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Pike geben wir direkt mal einen von uns. Wir haben ja hier einen Backliner. Hier, der macht es, ne, statt 30 bis 50 macht er 60 bis 80. Und kommt besser durch Rüstung. Ne? Ist schon deutlich geiler. Dicker Helm kriegt Ben. Bap. Haben wir hier noch einen 50er Helm. Ihr kriegt das. Werden hier doch Code. Code, du kriegst ein bisschen besseren Helm. Das ist nämlich ein 40er. Dann kriegt der einen 40er. Ist doch schick. Ah, schickes Ding. Und dann haben wir hier eine Handaxt, die glaube ich auch die bessere Version ist von der Hatchet. Knut. Knut ist hier. Knut kriegt eine Handaxt. Und wir haben ein paar Level up. Ben ist Level up. Plus 3. Geil. Plus 4. Geil. Wahrscheinlich plus 5, weil der wird ein Nimble werden, so wie das ist, ne? Mit HP und das hier. Wird der, glaube ich, ein bisschen rein nimbeln müssen. In der Zukunft. Der Ben-Leader. Und Kunibert, der Typ. Der immer noch plus 1 auf Melee-Skill kriegt. Ist ja eine Katastrophe. Dafür hat er... Ja, du bist halt einfach einer, der am Weg rumsteht. Eigentlich sollte ich dich vorne reinstellen und ich dich sterben lassen. Aber wenn ich dich vorne reinstellen will, muss ich dir irgendwann eh Kolossus geben. Let's go, Kolossus. So, dann haben wir Xelien. Wieder plus 1, aber dafür hier plus 3. Uiuiuiuiui. Plus 4 HP. Trotzdem die plus 1 mit. Mehr Auspeitscheritis. Oder Inni. Ich glaube Inni lieber. Und dann. Gifted, I think. Yes. 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 Nice. So. Der Taylor plus 3. Ach, plus. Schade. Aber ein bisschen HP und ein bisschen Resolve. Damit er nicht da komplett hinten ranhängt. Und der Fischer. 3 plus 3 gönne ich mir. Und plus 4. Der hat sogar schon. Ja, der Resolve ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht mache ich den auch zum Nimble, den Fischer. Also diese Rolls gerade sind nice für Nimble. Ja, komm. Geben die mal ein bisschen Inni und du lernst auch schneller. Die ersten zwei Level sind immer sehr langweilig bei meinen Leuten inzwischen. Die sind ziemlich immer das gleiche. Es gibt gerade Essen. Günstig. Und sie kaufen für teurer. Lustig. Ambush Trade Routes, aber es ist gerade Feiertag. Okay, wir haben noch für 3 Tage. Oh, glaube ich nicht. Will ich auch im Zweifel nicht mehr benutzen müssen. Meine Kultistenkutte würde ich gerne behalten. Essen habe ich eigentlich gerade genug mit 3 Tagen, würde ich sagen. Aber hier ist gerade günstig. Wir nehmen das noch mit, weil günstig.
So, habt ihr hier ein paar Leute? Leider keinen Kultisten. Wir könnten natürlich einen Miner mitnehmen, der aber wenig Ausdauer hat, aber viel HP. Was keine gute Trade-off ist, weil die Ausdauer ziemlich wichtig ist. Wir könnten aber den Brawler mitnehmen. Weil der kann halt tatsächlich ein bisschen kämpfen und hat, kann ganz gut HP haben und Ausdauer und sowas. Das ist schon overall okay. Was ist denn der nächste Auftrag hier? 84, Drive of Brigands. Nee, Brigands wollen wir nicht drive offen, dann bleibe ich erstmal und gehe nach Süden. Was gibt's denn in Eisenstein? Gibt's vielleicht einen Eisenstein, eine Karawane nach Süden wieder zurück? Das wäre optimal. Hier gab's übrigens, ach, Iron Vein, ja, dann war da nichts zu holen. Hier war, glaube ich, irgendwie scared und so. Erstmal einen saufen. Let's talk money. 680. Drive of Brigands. Nee. Dann hier auch nicht. Hier ist aber noch eine Stadt, wo wir was machen dürfen. Wir reisen einfach bei Nacht weiter. Ich bin echt überrascht, dass ich bei Tag 19 noch kein Mal. Letztes Mal hatte ich bei Tag 30 zweimal das Opfer-Event. Ich habe hier noch gar kein Opfer-Event bekommen. Das überrascht mich ein bisschen. Den Bagger würde ich zum Beispiel sehr gerne opfern. Würde ich sehr gerne opfern. So, was haben wir hier? Entdecken. Someway to the East. Ist eigentlich ganz okay. Das ist 390. A Day to the West. Nach Suderbusch. Suderbusch ist da. Dann wird man hier rumlaufen. Also das Opfer-Event hat mit meinem Start zu tun. Ne? Ich bin als Kultist von Duff Cool gestartet. Hier, das hier. Background-Kultist. Das ist so eine Art Blutgott und ab und zu hat man so Events, die getriggert werden und da habe ich sozusagen Visionen und da muss ich, das Event ist, ich muss aus zwei Leuten auswählen, wen ich opfern will. Ich muss jemanden opfern, weil ich Kultist bin. Und ich kriege halt zwei meiner Leute, die ich opfern will. Der eine stirbt dann halt und der andere überlebt. Und alle, die nicht Kultisten sind, finden das abgrundtief scheiße. Die Kultisten finden das aber geil. Die kriegen dann gute Laune. Problem ist, die es halt nicht Kultisten sind, kriegen so schlechte Laune, dass sie wahrscheinlich abhauen. Also, weil die kriegen irgendwie 50% Launeabzug und sind dann im roten Bereich und dann dauert das keinen halben Tag und dann sagen die, weißt du was, fick dich, ich bin hier weg. Ich will nicht geopfert werden, so ungefähr. Bisschen verständlich, aber. Und achso, der positive Effekt ist aber, dass meine Kultisten neben guter Laune auch die Chance haben, hier besser zu werden. Also, dass die sozusagen der Rang der von dem stärker wird. Und mehr Bonus gibt. Ich glaube, der nächste ist dann plus 10 Resolve, was sowas wie die mentale Stärke ist, ne? Und dass keine Moralchecks bei Verbündeten sterben getriggert wird und glaube ich auch, wenn sie Verletzungen kriegen, auch nicht. Also das ist schon. Und das ist gegen bestimmte Gegner sehr, sehr gut. Sollte ich vielleicht sagen. So, Suderbusch 390 oder für 300 mal kurz erkunden gehen. Ich glaube, ich gehe lieber für 300 kurz erkunden nach Osten. Shadow Stronger, the East around the region of Rich Meadows. 300. Rich Meadows? Mit Trendos sehe ich noch nicht hier. Rich Meadows sehe ich nicht. Ich würde, glaube ich, hier außen rumlaufen. Oh, 11 Nachtsjahre. 11 Nachtsjahre sind ein bisschen viele. Dann würde ich dann doch lieber andersrum laufen wollen. So, hier durch meinetwegen. Lieber hier durch, als gegen die Nachtsjahre zu kämpfen. 11 Stück sind viel. Und vor allem sind da Gelevelte dabei. Dann machen wir das so. Wir laufen hier durch den Wald. Nicht durch die Sümpfe. Sümpfe sind immer noch langsamer. Wir wären hier oben halt schneller gewesen, ne? Oh! A game of cards to a table comes to a table flipping and when Code Blue the Grave Digger jumps off his stool and launches a tirade at Siegfried the Gambler. The professional gambler looks around with sheepish incredulity. Ich vermute mal unschuldig. Unschuldig? How could such a man come into so much money over a game of cards? He asks. But when his hands go up to feign confusion, a few extra cards slip out of his sleeves. The ensuing battle is amusing, but you put a stop to it before anyone gets seriously hurt. Siegfried der Gambler hat hat dich über den Tisch gezogen. Gerade. Beim Kartenspielen. Und bei der Prügelei hast du dir
den Ellbogen gebrochen, was übel scheiße ist. Nee, Siegfried, du hast den Siegfried den Ellbogen gebrochen, dem Gambler. Und du hast dir einen Schnitt am Auge zugezogen. Ich glaube, ein Schnitt am Auge ist ziemlich egal. Ja, minus Range Skill und minus Vision ist nicht wichtig. Du bist ein Nahkämpfer, aber der ist halt, das ist ein Problem, weil das ist minus Melee Defense. Der gebrochene Ellbogen, Alter. Ah, einfach mal rumgeprügelt hier. So, es war doch nach Osten, oder? So, the East, ja. Okay, ich laufe in die richtige Richtung. Da haben wir es gefunden. Was ist denn das hier? Wieder Untote? Wir gucken mal kurz rein. Wir können ja immer noch raus. Wenn es Untote sind, können wir rauslaufen. Oh, das ist ein 15. Und das ist ein wilder Mix. Wir bräuchten wahrscheinlich den Highground hier hinten. Würde ich sagen. Wenn wir das fighten wollen. Wenn wir das fighten wollen, werden wir den Highground brauchen. Oder halt hier an der Engstelle, wo wir weniger durchkommen. Das wäre die Alternative. Ich glaube, das will ich nicht an der Engstelle fighten. Wenn jetzt hier Necro-Servants kommt, werde ich laden müssen. Also sobald hier irgend sowas auftaucht wie Necro-Servants, bin ich am Sack. Hätten erzählen sollen. Fuck. Aber ich will, glaube ich, den Highground hier hinten behalten. Weil irgendwas ist da noch sehr schnell dran. Das könnten tatsächlich die Necro-Servants sein. Das könnten Necros sein. Ja, wir werden hier davor, glaube ich, werden ihn oben hinstellen und hier davor verteidigen, würde ich sagen. Wäre so mein Guess. Ben kommt hier, der kann nämlich köpfen. Du gehst mal hier hin und wirst dich hier verteidigen müssen. So rum verteilen wir das mal alles ein bisschen. Ist Code. Das müssen wir irgendwie nochmal umsortieren. Irgendwelche Gegner sind nämlich sehr, sehr schnell dran. Und wie gesagt, die können uns... Ich kann mal kurz zeigen, warum die ein Problem sind. Ja, hier ist irgendwas schnell dran. Du wartest. Du wartest. Siegfried, du gehst mal nach hinten. Du hast eh keine Defense aktuell. Erling bleibt da. Ben bleibt da. Du gehst da drauf. Ankommen sollten sie noch nicht. Du bleibst da, du bleibst da. Colossus ein Student. Colossus, du bleibst, glaube ich, auch da. Du stellst dich mal hier davor, damit sie, wenn sie dann hier reinlaufen müssten. So, 4, 6. Moment. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Und ich glaube mindestens 2, sind wir bei 13. 2 Nachtzehrer habe ich noch gesehen. Ich hoffe, es ist nur Nachtzehrer und diese Wiedergänger. Weil das könnte man schaffen. Mit dem Highground hier zu verteidigen. Denke ich. Vielleicht gehst du nochmal einen Schritt nach hinten, sicherheitshalber. Du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da. Machst den Schritt nach oben noch. Könnten drei Nachtzehrer sein. Dann fällt immer noch einer. Shit. Ach, ein Necro-Servant ist schon zu viel eigentlich. Kommt, glaube ich, nicht ran. Dass die Nachtzehrer gar nicht moven, wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich denke, die kommen noch nicht ran, diese Runde. Deswegen habe ich jetzt noch keine irgendwie Spearball oder sowas gemacht und eher eine Ausruhrunde. Denke, doch, sie kommen ran. Dammit. Aber dann kann ich, glaube ich, jetzt nochmal attacken. Das hier? Ja, aber nicht mit dem. Aber mit dem... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der hier gleich überrannt wird von allen. Vielleicht gehen wir doch lieber wieder einen Schritt vor. Du machst mal den. Aber halt den Highground nicht, das ist ein bisschen das Problem daran. Wir könnten jetzt schon den Move ran machen und versuchen, den mit zu erwischen. Dann hat aber Ben... nee. Du kommst nicht ran. So.
So, versuchen wir hier die Seite von Ben freizuhalten. Das hilft, glaube ich, schon. Okay, wir haben drei Nachtsehre auf jeden Fall. Ich glaube, da ist einer dabei, den wir nicht haben wollen. Komm schon, triff den Körper. Fuck you. Warte ab. Ihr werdet halt hier nicht mehr stehen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Warten mal kurz ab, wir warten ab. Du kommst mit rum. Ja, du wartest, glaube ich, auch nochmal ab. Mal gucken, ob Knut da was machen kann. Das hat schon mal nicht funktioniert hier. Dann fangen wir an, den zu pieksen, würde ich sagen. Das ist schlecht. Die Dinger haben leider auch trotzdem Waffen, ne? Also es ist nicht ganz easy. Und wie gesagt, sie kommen wieder. Glaube ich, das größte Problem an dem Ganzen. Ähm, 64 eine Seite, würde ich sagen, uns reinarbeiten am besten, ne? Muss nochmal dahin und dann, achso, wir hätten direkt, ne, von hier oben, shit. 80, sehr gut. Du wirst, glaube ich, hier mit verteidigen müssen, die Seite. Die dürfen nicht fressen, das ist das Einzige, worauf ich ein bisschen achten muss, dass die Körper nicht zum Fressen rumliegen bleiben. So. Kann ich mich da... Ich muss mich, glaube ich, da drauf stellen. Weil sonst können die dann fressen. Weil die halt Körper fressen. Muss mich da drauf stellen, würde ich sagen. So. So. 86. Schade. Schade. Das ist doof. So. 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 Wir müssen uns da langsam vorarbeiten durch die Massen. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Die haben einen Attack pro Runde, ne? Und werfen trotzdem ein paar echt gute da rein. Ja, da liegt ein Körper rum, ne? Wenn sie den haben wollen würden, hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Ja. Komm schon. Ach, triff hier nicht den Körper, ne? Dammit! Du hast hier zwei Leute, die mindestens dich angreifen, deswegen machst du mal den da. Dann dahin und du mal stehen da. Weil hier auch sau viele dich angreifen wollen und wir nehmen den hier oben raus, I guess. Wobei wir den hier unten ordentlich angreifen können. Aber den hier oben können wir auch ordentlich angreifen. Ja, sehr gut, verteidige dich. Okay, die Nachtsehre kriegen sogar Moralchecks. Die normalen Untoten kriegen, glaube ich, keine Moralchecks. Sehr gut. Das sieht alles sehr, sehr gut aus gerade. Oh, fuck, jetzt hast du... Shit, jetzt hast du keine Shieldwurm mehr, ne? Und das auch schlicht, weil die dürfen mehrfach angreifen. Der ist down, sehr gut. Du bist das Fiese hier. 75. Yes. Please, thanks. Du hast eh den Höhenvorteil, deswegen machst du das. Damit. Du musst dich verteidigen. Du musst dich auch verteidigen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Alles schlecht hier. Was das angeht. Da komme ich nicht hin. Da kann ich hinsteppen und den mit angehen.
Und da kann ich hinsteppen und den wegschieben vielleicht lieber. Mit Code. So, damit wir ein bisschen den Damage verteilen, damit er nicht mehr so viel tanken muss. Au, das ist schlecht. Wie gesagt, schlecht, schlecht, schlecht. Und du hast keine Ausdauer mehr für irgendwas. Ne, im Shield splitten die Schweine. Ich blute, das ist schlecht. Alles schlecht. Die Nachtseher dürfen nicht leveln. Die Nachtseher leveln, verliere ich das Ding. Ich glaube, es gibt aber keine Dingens übrigens, keine. Komm schon, Body Hits. Yes, danke. Wir könnten noch versuchen, ein. Warte mal, wir können dich mal einfangen. Sehr gut. Wieder. Wir können jetzt hier versuchen, ihn zu treffen oder ihn? Ich glaube. Du hast halt den Nachtseher gegen dich, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Du hast eh minus Melee Defense. Schade. Schieben wir dich noch weg. Ah, scheiße! Und der ist auch jetzt dran. Bitte nicht Erling töten. Puh. Nice. Dann piekst mal dich ein bisschen kaputt. Du lässt weglaufen, das ist sehr gut. Du solltest dich jetzt versuchen, immer zu befreien. Dann können wir dich einfach verprügeln. Du bleibst auch mal ein bisschen raus, würde ich sagen. Nehmen wir mal ein Stück nach hinten. Knut, du hast deine Arbeit getan. Oh shit. Das ist schlecht. Aber jetzt kein Schild mehr. Uff. Ja. Wir haben kein Schild mehr. Fuck. Der rennt eh schon. Hätten wir den nicht angreifen sollen, by the way. Du kannst eh nichts machen. Dann können wir dich einfach mal kurz. Kommt wieder, das ist schlecht. Oh, das ist sehr gut. Dann hat er den Höhenvorteil jetzt. Er kommt da weg, ohne gehittet zu werden. Dass die alle wiederkommen, ist halt ein Problem in der Gesamtanzahl. Aber dich können wir machen. Fuck. Das ist schlecht. Das ist alles schlecht. Komm schon, Body Hits. Fuck you. Keine Ausdauer mehr. Keine damit Ausdauer mehr. Wenn ich jetzt da reingehe, das kann ich erst ganz am Ende machen, wenn überhaupt. Wenn ich jetzt da reingehe, kriege ich wahrscheinlich das von ihm ab. Ins Gesicht. Müssen wir hier den Armored-Wiedergänger töten, würde ich sagen. Der gerade wiederkam. Du hast eh gerade keinen anderen Gegner. Dann machen wir den platt. Weil der den auch noch oben angreifen könnte, der kein Schild mehr hat. Oh, das ist schlecht. Also wenn Leute Schilde verlieren, ist immer eine minus 15% Defense. Der hat keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ach, come on. Ist gerade doch an, obwohl er im Netz ist. Fuck you. Kopf ab, sehr gut. Das ist sehr, sehr nice. Okay, du kannst nichts mehr tun. Ach, scheiße, ey. Langsam gehen mir halt die HP und Rüstungspunkte aus. Was echt ein Problem ist. Komm schon. Yes, nice, 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 nice. Ich treffe halt mit dem nie, ne? Sagt und trifft mit dem. Mit dem habe ich ja auch die ganze Zeit nicht getroffen. 63. Der rennt. Sehr gut. Der nächste Nachtseher, der keinen Bock mehr hat. Der greift dann auch nicht mehr an. Das ist immer so viel wert, wenn die niemand mehr angreifen wollen. Ja, und du bist halt jetzt echt in der Bredouille. Du rennst auch. Sehr gut. Nehmen wir mal dich hier raus, hoffentlich. Wer ist denn das da eigentlich da drin? Oh, das ist Code. Ha. Du. Komm schon, yes. Nice. Das ist ja jetzt ungünstig, wa? Würde ich mal so sagen. Insgesamt. Dir geht's auf jeden Fall nicht so gut. Vorsichtig ausgedrückt. Würde ich das einfach mal so behaupten.
Aber du, dir geht's halt auch nicht gut. Also der Taylor kann dir nicht viel helfen. Taylor kann sich vielleicht hier unten hinstellen, bei denen die weglaufen. Okay, einen haben wir von deiner Seite weg. Das ist sehr, sehr gut. Komm schon. Jawohl. Wir bieten hier mal noch ein paar andere Leute an und hoffen, dass keiner von denen stirbt. Aber ich vermute, irgendeiner wird sterben. Also Knut oder Code. Ich habe jetzt Knut mit angeboten. Aber du hast leider kein Schild mehr. Von daher... Der will, glaube ich, eher dich. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Er hat nicht dich genommen. Er hat gar nicht getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Insgesamt. Wir müssen hier oben mal helfen. Dass er gar nicht trifft. Keine Ausdauer mehr. Warum geht's... Warum bist du denn so erschöpft? Warum bist du denn so erschöpft? Schade, er ist immer noch nicht tot, ey. Nicht optimal. Nicht wegrennen, bitte. Danke. Oh no. Die Leute, die wiederkommen, ist jetzt ein richtiges Problem. Fast tot. Nee, bitte nicht hinten. Ja. Komm schon. No, immer noch nicht tot. Ach, komm schon, die Ausdauer ist halt echt ein Problem inzwischen. Kopf ab, sehr gut. Ben hat da oben noch einen genommen. Müssen wir halt durch dem deine Rüstung noch durch. Das ist... Yes! Code, du hast dich selber gerettet, würde ich mal sagen. Du läufst jetzt nicht, du musst dich mal ein bisschen erholen hier. Sehr schön, den haben wir auch. Da ein Step hin und dann den. Sehr geil, der Kopf ist weg. Wenn wir den Kopf hitten, wäre richtig... Mal dahin sicherheitshalber, um Highground zu haben, wenn was passiert. Moment, hoffentlich... Oh, der darf jetzt nicht Ben. No, 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 no. Please, no, 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 no. Ich hätte ihn wegkicken sollen. Ich hätte ihn wegkicken sollen. Oh, er geht nicht auf Ben. Huh. Ja, Schwein gehabt. Hier. Kopf ab, bitte. Schade. Also, ne, du kannst... Du hast hier einen Kopf-Up-Skill und... Der hat halt eine Chance, einfach wirklich zu köpfen. Sehr, sehr geil gewesen wäre. Keine Ausdauer. Dass Solo noch komplett heile ist, ist eine absolute Frechheit. Der ganz vorne positioniert war. Mit dir will ich gar nicht mehr da reingehen. Wir haben es geschafft. Keiner ist tot. Und wir haben auf Irrling eine Verletzung. Okay. Das ist alles. Aber das war... Hier kriegen wir halt jetzt eine Silver Bowl, kriegen wir wertvolle Sachen, Rüstungen. Das Scamex ist eine Stufe 2 Waffe, zwei Stufe 2 Extra. Das ist schon... Das ist alles ziemlich cool gerade. Und natürlich XP. Wir sollten es eigentlich nur finden. Wir haben es direkt noch mit geklärt. Gibt leider keinen Bonus. Das ist das Frechste daran. Wir kriegen keinen Bonus fürs Clearen. So, Code. Yes, plus 3. Du kommst auf 60, plus 2. Wir wollen auf jeden Fall, dass du ein bisschen entspannter bist und vielleicht auch ein bisschen Resolve. Wobei, plus 6 Initiative. Moment. Plus 2. Gehen wir mit dir auf Nimble und Dodge. Die plus 3 kann ich nicht sein lassen. Ohne Stern ist das ein Max-Roll. Die HP sind schlecht. Initiative. Du kriegst. Nee. Das und mehr Resolve. Mehr Fatigue. Wenn wir länger durchhalten. Und dann levelst du ein bisschen schneller, bitte. Xan wird auch schneller leveln. Plus 3, plus 3. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und plus 4 HP, denke ich. Oder nee, Fatigue. Fatigue habe ich immer zu wenig. Student. So. Let's go. Das war ein sehr geiler Fight. Das ist kein sehr geiler Fight. Weil die jagen uns und wir sind gerade nicht mehr ganz da voll mit der HP. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur zurück in, meine Heimatstadt. Weil hier unten wird es gleich noch schlimmer. Ja, die sind schneller als wir. Fuck. Nee, wo läufst du denn lang? Was sollen die denn? Ich glaube, auf offenem Feld sind wir schneller, aber im Wald dürfen wir halt nicht langlaufen. Ich glaube, auf offenem Feld sind wir sogar schneller, wenn wir weglaufen von denen. Scheiß Spinnen, lasst mich in Ruhe!
Ich will nur nach Hause. Nach Dulmen. Geht weg. Ah. Guten Tag. Wir haben es gefunden und es ist weg. Oh. Public Executions. Erstmal einen trinken. Public Executions. Okay. Das andere war Deliver Cargo. Ja, das werden wir, glaube ich, auch machen. Will ich jemanden Scamex geben? Naja, das ist schon eine geilere Waffe. Du hast 60. Du brauchst eigentlich nicht mehr zwangsläufig. Du kannst das hier kriegen, Code. Du hast kein Schild mehr. Hier hast du ein neues Schild. Die haben nämlich das Schild weggeschlagen. Darauf muss man ein bisschen achten. Hier, du hast noch eine Handaxt, ne? Du kriegst auf jeden Fall auch mal ein Vollmann, eine bessere Axt. Yes. Siegfried the Gambler, du hast 55 und ein Schwert. So, wir könnten jetzt auch eine 80er Rüstung haben wir hier noch. Code, du kriegst eine schöne Kopfrüstung, guck mal, ist nicht schick. Schönes Kettenhemd auf dem Kopf. Könnten gucken, ob wir die hier verkaufen können, haben richtig viel Kohle. Da haben wir nämlich fast 1000 wahrscheinlich gemacht, wenn wir das verkaufen. Das Ding war es wirklich wert. Wie ist denn hier so der Trade? Hier, 600, 1200, let's go! So, die Stufe 2 Sachen sollten wir reparieren, bevor wir sie verkaufen. Die nicht, die ist nicht so viel wert, aber die ist schon jetzt 500 wert und hat 63%, ne? Aber ich werde sie wahrscheinlich eher nutzen. Das sind mal 2500, was sehr, sehr geil ist. Das heißt, wir kriegen unsere Standarte. Außer wir geben halt jetzt Geld aus. Wenn wir wieder unter 2000 sinken, kriegen wir die Standarte nicht. Mit 296 für noch eine Rüstung ist relativ teuer für noch eine 80er Rüstung, aber dann könnte man Siegfried noch eine Rüstung geben. Eine 80er carried uns schon relativ weit gerade. So, und dann kann Knut, Vollmer, Erling, ich glaube, ihr habt alle. Code hat auch schon eine Rüstung. Knut, mein Apprentice, der kann nämlich auch gute, geile Sachen machen, wo wir free Waffen kriegen und sowas dann. Kriegt der das? What? Fucking Headschneid für 7000. Nein, wir hatten vorhin einen verkackten Raider für 7000. Holy shit. Der kommt halt mit übel schwerer Rüstung, okay, unten einem guten Schwert, aber eine schlechte, also schlechte Rüstung, Kopfteil ist okay und das Schwert ist halt ganz geil. Der kommt einfach mit einem fucking Fencing Sword. Swordmaster, 5000. Kostet 43 am Tag, ey. Yes. Wir haben, glaube ich, keine Rüstung mehr, dass wir sinnvollerweise jemanden, ja, nicht wirklich anheuern könnten. Ein, 2 bis 5 Tage für 170. Hier ist nicht so wichtig. Melee Defense für 140. Ich würde eigentlich ganz gerne mein Dingens haben wollen. Mein Battle Standard, deswegen nehmen wir das hier an. 190 fürs Übertragen. In der Zeit können wir, glaube ich, eulen. Wir müssen gucken, ob die Spinnen jetzt noch hinter uns herkommen. What? Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Goblins gegen Spinnen. Alles klar. Da will ich nicht mitmachen. Die Frage ist, komme ich rechtzeitig vorbei, dass mich der Sieger nicht angeht? Nicht, dass wir uns jetzt hier die Kampagne kaputt machen, ne? Wir versuchen mal hier vorbeizukommen. Ich glaube, der Kampf hält noch eine Weile an. Weil hier leben noch ein paar. Let's go. Soll die sie bekriegen. Ich halte mich da raus. Goblins haben immer Fernkämpfer dabei. Die auch noch vergiften und so eine Scheiße. Ich halte mich da raus. Haben wir jetzt irgendwas zum Traden? Trade Goods haben wir nicht dabei, ne? Nee. Ah, ich müsste unser Dinges triggern. Have at least 2000 crowns. Das wundert mich gerade ein bisschen, dass das nicht triggert. Eigentlich habe ich eine Mod drin, dass Events, die triggern können, weil sie... Wenn die Bedingung erfüllt ist, direkt triggern. Aber jetzt funktioniert das gerade irgendwie gar nicht. Irritiert mich. So, da haben wir das Geld nochmal gekriegt. Wir haben sogar 2600. Merkwürdig. Taxidermist. Wir könnten einen Paint Remover machen. Hier ist irgendwas. Oh, wieder das Suchen.
230. Find Moment of Hopeless, not far to the east. Ja, von mir aus, wir sind glaube ich eh noch am Heilen, ne? Ja, wir haben noch ein paar Verletzungen. Wie sieht denn das bei euch aus mit... Au. Nee, da will ich nichts kaufen. Not far to the east, around the region of Dornland. Wo da? Aha, da haben wir unsere Battle-Standarte. Let's go. Battle Standard it is. Ja, aber du hast halt absolut keinen Resolve. Ja. Ja, ja. Wen nehmen wir jetzt als Backliner? Code. Ich glaube, du hast aber... Du hast schon 5 Melidi-Fans. Wen haben wir denn hier mit einer guten Resolve? Base Resolve? Hier 52 Xan wäre das dann wahrscheinlich derjenige, der die Standarte kriegt. Hier, unsere, da ist unsere Standarte als Waffe. Das ist nämlich eine Waffe. Zack. Und dann tauschen wir hier. So, und Xan ist ab sofort jetzt unser Kultistenanführer im Hintergrund. Das hat nämlich die Eigenheit, das, warum ich eine hohe Resolve haben will, dass alle, die in Reichweite sind, also 4 Felder, kriegen 10% der Resolve des Charakters als Bonus auf ihren Resolve angerechnet. Und Resolve ist wichtig, wenn es darum geht, dass die Moral nicht kaputt geht und die nicht irgendwie anfangen wegzurennen und sowas. Ne? Also ist dann schon einiges wert, wenn die Leute im Kampf auch kämpfend bleiben. Ich habe hier auch keine Rüstung mehr. Guck mal, das ist, geht ja fast perfekt aus. Braucht jetzt noch jemand? Du bräuchtest eher, wir tauschen mal kurz, du bräuchtest eher den, eine gute Rüstung. Du hast eine 5, das ist eine 65er, ne? Dann tauschen wir auch nochmal. So. Weil die Backliner brauchen ja keine gute Rüstung. Also wir sind aktuell an einem ganz guten Punkt. Aus meiner Sicht. Was die Stabilität des Runs angeht. Es kann aber auch gleich komplett brechen, wenn wir Pech haben. Okay. Not far to the east, haben sie gesagt, ne? Am Wald. Da oben ist es. Aha. Also es ist wirklich immer meistens sehr straight. Ost-Westen, das angegeben wird. Nordwesten, was auch immer. Es ist normalerweise immer wirklich ziemlich genau die Richtung. Was ist das jetzt? Monument of the Hopelessness. Da könnte man demnächst vielleicht mal angehen. Wir sind fast geheilt. 1 bis 3 Tage. Ne, also, Code, du bist wieder geheilt. Der andere hat immer noch einen gebrochenen Ellbogen. Stimmt, Deko, ich habe mir ja auch noch. Mach's gut, bis bald, Deko. Guten Appetit. Hoffe, es gibt was Leckeres. 230 Kronen. Ne? Also, Geld ist gerade da. Ich habe keine Mission, euch zu helfen gegen euer... Festgestellt, das kann man nicht so gut verkaufen. Wir brauchen aber Essen. Gib mir mal was, bisschen. Ansonsten, hier könnte man noch ein paar Dolche kaufen. Auch noch 13 Bachelorarbeit Korrektur lesen. Pass auf mich auf, mein Lieber. Hat richtig Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und viel Erfolg. Auf das schon viel fertig ist von der Bachelorarbeit. Ein Kultist. Mit einer guten Body Armor. Gib mir... Ein neuer Kultist mit einer guten Body Armor. Und er ist fucking clumsy, obwohl er Max Roll auf Melee Skill hat. Ist er fucking clumsy. Min Roll of Fatigue. Average Inni. Ja, ein Stern in Verteidigung wenigstens. Schade. Der wird's wohl nicht lange machen. Ist so ein Gefühl für mich. Der wird's wohl nicht allzu lange machen. Scheiße. Brauchen wir vor allem eigentlich noch irgendwie einen Dingens. Ein Schild. Hier, gib mir mal das Schild. Schade. Aber, Moment, wir müssen Cory noch... Also Cory sollte ja dann ein Kultist bleiben. Auf jeden Fall hier The Cultist. Dann bist du jetzt aber Dego.